nehmen lassen. Wie sagte noch mal jemand, sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen? Du kriegst nicht meine Butter, ja, du Margarine. Ja, so, 20 Sekunden, dann geht das hier auch schon wieder weiter. Nee. Doch. Ach so, das meinte ich nicht. So, ich glaube, ich habe das auch. Ich hab meinen Arm dann. Links Killzone, rechts die Dipsticks. Ja, und los geht's. Snake Corner läuft aber bei den Dipsticks angekommen. Direkt einer beim Break. Killzone geschossen. Bei den Killzone Jungs. G2. Und der zweite. Five Alive. G2 bei Killzone. Die Dipsticks halten eine gute Line, bunkern sehr gut. Snake 1 besetzt von den Dipsticks. Dorido 1 besetzt von Killzone. Ist aber direkt raus. Lauf geflogen worden. Also G3 ja, bei den Killzone-Jungs. Gegen 5, der und jetzt der letzte. Und die letzten beiden haben sich auch verabschiedet, aber Dipsticks noch ein 1-for-1 kassiert. Ja, die Dipsticks haben noch ein 1-for-1 kassiert. Du musst, wenn du schreiben willst, dann musst du die Mine da rausgucken. Echt jetzt? Wo war das? Das ist ein Ding. So, Dipsticks 1, Kansas Killzone 0. Null. Redemption. Hannover Redemption gegen startet Ballistics. Von links. Ballistics, wo kommen die denn her? Göttingen. 2. Ja. Aus Göttingen 2? Nee, die kommen aus Göttingen. Ballistics 2. Was ist los und warum überhaupt nicht? Das ist ein Der sehr Headrest steht gerade auf dem Feld und klärt. Klärt vielleicht das 1-for-1 für die Dipsticks nochmal ab? Kann das vielleicht sein? Und da hinten wurde eins, also ich zumindest eins gesehen. Hab ich auch gesehen. Ja, ja. Er hat das nur nicht mitbekommen. Er hatte das nicht mitgekriegt. Für die? Für die Dipsticks. Wasser! Danke! Haben wir doch gesagt. So, die 10 Sekunden zählen schon. Ballistics. Direkt beim Ballistics verliert ein und direkt zwei beim Breakout geschossen auch ein von den Redemption. Ja. G2 bei den Ballistics. Ballistics und G1 bei den Redemptions. Hannover macht das Spielfeld jetzt breit. Dorito 1 ist besetzt. So wie beide Mayas und ja, der Tempel Snake. Haben sich aber gut hingestellt. Nicht aber hier im Tempel kriegt der von den Hannover Redemption ganz schön Feuer. Aber jetzt Dorido 1 wurde ist, besetzt, aber gerade geschossen. Direkt raus. Also sind noch zwei alive von den Ballistics, glaube ich. Ja. Das ist korrekt. Die 98 von den Ballistics. So, haben wir die Snake Corner besetzt. Macht sich da ziemlich klein. Redemption. Jetzt Snake 1 besetzt von den Redemption. Dorito 50 rausgeschossen vom Mini-B. Einer von den Ballistics im Mini-B. Ja, und der hat gerade die Dorito 50 rausgenommen. Snake 1 besetzt bei Hannover Redemption. Oh, und jetzt gibt's hier ein schönes. Das war's. Schöner Trade zwischen den beiden Snake-Spielern. Ja, haben sie gut gemacht. So, er holt sich seinen Kollegen zum Buzzern ran, weil er sich nicht sicher ist, ob er sauber ist vielleicht. Alter, du bist voll dreckig, ne? Einmal an der Maske gezupft. Da klopft der Headrest. Da klopft er ihm nochmal. Auf die Schulter kann man nicht sagen, weil es war die Taille. Ja. So, was habe ich denn hier? Guck mal, warum überhaupt nicht? Wen wieso hast du denn hier? So, das ist der Punkt für du hast Hannover Redemption. Ich hab die. Du hast alles. Ich hab nicht alles. Doch. Aber ich hab die beiden Teams gar nicht drin. So. Ja. Das ist ja schön. Ja, dann gib mir doch mal was. Ja, es kann ja sein, dass ich da drauf gerade schreibe. Auf der Rückseite. So, die Dipsticks von links und die Kansas Killzone. Jungs von rechts. Dips.
beide Kansas Killzone in die Corner gelaufen und angekommen. Sechs sind ins W gelaufen, Pfeife live. Jetzt haben wir ein G bei den Killzone. Ja. Und da ist der zweite raus bei den Killzone, Jungs. Snake Corner besetzt. Ja genau, G2 bei Killzone. Snake Corner und der Maya auf der Snake-Seite mit seinem Spiegel jetzt am Fighten. Snake 1 besetzt von den Deep Six. Ja. Snake 1 W bei den genau. Mayas und der was Center. War was war das denn? Das war jetzt Five Alive. Immer noch Deep Six, Five Alive. G3 bei den Killzone, nee, G4, nur noch der Center. Nur noch der Center. Der jetzt von allen Seiten bekommt. Der hat schön Feuer gemacht gekriegt. Von den Dipsticks. Jetzt. Mal. Gib mir mal GPA jetzt. Das haben sie gut gemacht. Gut gemacht. Ich habe nur gut gemacht. Dipsticks. Oh. Sauer. 2-0 für die Dipsticks. Hannover Redemption gegen Ballistics Göttingen. Das trifft sich gut. Und die Bäume noch Hannover Redemption startet von rechts, Ballistics Göttingen von links. Ja. Schön. Gut, dass du mir das zeigst. Käsekuchen. Oh, lecker, da ich jetzt voll Bock drauf. Wir haben noch Schoko-Croissant, glaube ich. Der Dorito-Läufer. Oh, da hat wieder einer den Hopper verloren. Hier. Von den Ballistics Göttingen sind aber beide jeweils ins Mini-W, die Frontspieler. Das musste nur der Hopper bleiben. G1 bei den Ballistics. Da hat er wieder ganz schnell den Hopper zusammengerammelt und zusammengebaut. Pfeife live bei Hannover Redemption. Ja, die geben sich ganz gut, ne? Da kann man das könnte ein Treffer am Hopper gewesen sein. Ja, das war vorne ein kleiner Stress. Den hat er gewischt. Also, der Ref hat den Hopper wieder sauber gewischt. Ja. Jetzt hat er aber eigentlich... Aber das geht hier ganz schön ab bei den beiden, ne? Das geht die geben sich ordentlich Feuer. Schießen aber überwiegend Spiegel, ne? Ja. Du siehst hier also fast Hannover gar keinen Crossen. Hat Snake 1 ist gerade raus. Bei den Ballistics. Und Hannover Redemption krabbelt durch. Durch auf deren Snake muss jetzt, 1. Er muss jetzt aufpassen, ob er und weiß, das sieht aber verdammt gut aus, der Ruiterspürer holt den raus. Der holt alle raus. Der holt alle wow, raus. Wow, geiler Move. Ja. Krasser Typ. Sind alle raus jetzt von Ballistics Göttingen, ne? Die Nummer 91. Hat er gut gemacht. Haben Sie ein Towel? Haben Sie gut gemacht? Das war? Doch. Doch. 2-0. Genauso wie bei Dipsticks und Kansas. Für Dipsticks. Genauso auch wie bei. Und so. So. Dipsticks jetzt wieder von rechts und die Kansas, Killzone, Hemmoor von links. Kansas, Killzone läuft direkt ins W. Beide Pfeife allein. Pfeife allein, beide Seiten. Doppelcenter bei Kansas, Killzone. Verzögerten Start bei den Dipsticks. Kansas, Killzone bunkert sich jetzt da hinten so ein bisschen ein, hat als einzigen, der vorne ist, seinen W-Spieler. Den G1-Spieler. G1 bei den Sticks. Der W-Spieler hat gerade den einen Meier rausgeschossen. G1 auch bei Kansas Killzone. Und das gibt ein 1-for-1 für Dipsticks. Bei den Dipsticks, genau. Jetzt ist nur noch der Tempel und ich glaube nur noch Snake 1 geladen. Snake 1, genau. Und da fliegt der nächste bei Kansas. Ist glaube ich jetzt 2-2, ne? 2-2, sieht so aus, ja. Dann müssen sie jetzt einfach Ruhe bewahren. Oh, er hat aber auch Splash am Kopf gehabt. Ruhe bewahren, vielleicht. Auf 6-2!
Hast du gut gesehen? Ja, ne? Hast du gut gesehen? 2 gegen 1. Ah, das wird jetzt. Ich weiß nicht, ob er den hier auf dem Zettel hat, den im Maya. Der letzte Dip 6 ist Snack 1, der schießt auf und kriegt von beiden Mayas. Da hat er ihn gekriegt. Und da hat die. Das war gut zu hören. Ja, das. Hauptschule definitiv. Oder was? Das würde ich auch so sagen. Das würde ich auch mal so sehen. Da geht der Kansas Killsohn Hemmer Basan. Und den Punkt war aber auch wieder ein schönes Spiel, also sehr ausgewogen, ausgeglichen. Ja, war gut. Das haben sie gut gemacht. Haben sie sich einen Punkt wieder ergattert. Ja, Ballistics müssen jetzt ein bisschen nachlegen. Das erinnert mich an diesen Schokoriegel. Ballisto? Ja. War das jetzt Schleichwerbung? Nee, wir werden ja nicht dafür bezahlt. Nee. Ballistics starten jetzt von rechts. Redemption von links. Redemption macht wieder, hat wieder die halbe Paint verloren. Haben aber breit aufgemacht zu der Dorito-Seite. Das ist aber G1 bei den Redemption. Da hat er einen Treffer am bei dem Maya, Unterarm bekommen. Bei dem Tempel. Life Alive Ballistics mit Dorito Corner ist gut. Macht jetzt auch nach vorne. Ins Mini-W. Hannover bunkert sich ein bisschen ein. Aber die Ballistics bewegen sich auch nicht wirklich weit nach vorne. Im Moment. Jetzt bei dem Mini-W. Bei den Redemption. Und ich glaube einer im Dorito 1. Jetzt haben wir ein G2 bei den Redemption. Ja. Ballistics. Oh, hat den Snake 1 sitzen im Maya. Ich glaube Dorito 1 haben sie ja auch noch dran drin bei den. Ja, ich glaube Snake 1 und Dorito 1 sind Ballistics. Jetzt haben sich die beiden Snake, jetzt wird sich Snake-Spieler hier Fight auf der Snake-Seite ausgetragen. Ja, das gleiche passiert drüben auf der Dorito-Seite, glaube ich, aber auch gleich. Nee, die gucken cross. Die gucken cross rein, ja. Und das Mini-W hat den Snake-1-Spieler von den Redemptions auch noch im Blickfeld. Ja. Also der kriegt von. Jetzt von haben sie ihn das. Jetzt oh, da hat er genau. Der wusste, glaube ich, nicht, Moment, dass da einer drin ist. Falschen Moment hat er rausgeguckt. Die betteln sich jetzt immer noch in der Snake. Drüben wird jetzt aber auch in den Doritos gebettelt. Also ist praktisch genau das Spiegel. Der Tempel. Es ist immer noch der Tempel da. Guck mal, da sind immer noch 4 alive. Nee. 4, ja doch. 3 alive. Das an der Flasche nee. Aus oder ist die gelb? Es sind 4. Hat er jetzt keinen Bock mehr drauf gehabt? Auf das Battle hat er gesagt, den hole ich jetzt mal aus. Jetzt haben wir nur noch, ich glaube, Dorito 1. Einen einzigen Dorito 1 von den Redemption. Ja, und der wird jetzt rausgeholt. Ja. Ja. Das war ein langes. Das erinnert mich so ein bisschen an Markus. Der Ref gut gesehen und deutlich mitgeteilt. Ja, guck das mal. War auch schön. Das ist doch schön. So holt sich auch Ballistics einen Punkt zurück. Zurück? Zurück. Zurück. So wie Kansas eben. Kansas. Zurück und Kansas. Schön, die Tribüne ist voll. Ja, das Wetter ist schön, die Sonne kommt raus. Richtig gut jetzt. Wie das Bier schmeckt, weiß ich nicht. Das werden wir später in Erfahrung bringen. Nee, wir trinken keinen Alkohol. Nee, wir sind Sport. Ja. Nicht jetzt. Hallo, ich dachte, wir ziehen das jetzt durch. Ja, genau. Das ist ja Quatsch. So, um zum Thema zurückzukommen. Dipsticks haben wir jetzt links. Und Kansas Killzone. Oh, das war aber. Das war ein Frühstart. Aber trotzdem, er ist zurück. Backtouch gemacht. Ja. Aber es hat ihn nichts gebracht, weil er rausgekommen ist. Ja. Wir spielen Doppelcenter, Kansas Doppelcenter. Beide Tempel geladen. Dipsticks ist in B. Fight for life. Wir stehen halt ziemlich eng. Dipsticks ist im W, Pfeife live. Was meinst du jetzt damit, dass 5 im W steht? Nein. So, Snake 1 ist geladen. Dipsticks hat Snake 1 geladen. Jetzt haben sie versucht, sich hier gegenseitig rauszunehmen. Das war sehr geil, weil sie gleichzeitig losgelaufen sind ums W. Jetzt hier die.
G3. Die 71, G2. Der Philipp Martin ist gerade in der Snake 1. G2 bei Dipsticks. Und zieht zwei ganz aus sich. Zieht zwei ganz. Und ich glaube, wir haben auch nur noch zwei Leute drin von Kansas, kann das sein? Wir haben nur noch den Maya da hinten bei der Dorito-Seite und den Center. Den Center. Ich glaube, das war's. Jetzt läuft er durch. Und ist auf der Dorito 1. Er ist jetzt müssen die anderen hinterherziehen. Ja, die anderen müssen ihn jetzt ein bisschen entdecken. Aber das macht er auch. Also, der Snake ist mit zwei Mann geladen. Aber hier der Center-Spieler von den Dipsticks könnte mal ein bisschen. Ja, der hält den anderen Maya drin. Cross-Seite. Ja, jetzt hat er ihn. Jetzt ist hat er nur ihn. Noch der Center nur noch da. Der Center drin. Nur noch der Center gegen, da. Das hat der andere Snake-Spieler mit auch gekriegt und versucht den Center-Spieler jetzt zu überlaufen, was er auch jetzt tut. Die haben sich dann auch noch mal getradet jetzt gerade. Sehr schön. Ja. Das sind echt Matches, die guckt man sich gerne an, weil die super schön ausgewogen sind. Beide Teams hervorragend. Oh, alter Schwede, jetzt geht's ja los hier. Ja, gut. Da hätten wir das auch geklärt. Was? Nix. Geht dich gar nichts an. Okay. Guck mich nicht so doof an. Ja, das ist Punkt. Soll auch anders gucken? Ich gucke nur mal so. Ja, das ist Punkt Dipsticks. Das hast du aber. Boah. Geil, der dein Spürsinn für sowas. Ich bin total scharfsinnig, was sowas angeht. Gut, da haben wir jetzt die Ballistics laufen aufs Feld. Hast du einen Löffel zu nehmen? Ja, ich glaube, ich trinke mal einen Schluck. Ich glaube, das hilft ungemein. Starten die? Nee, okay. Nee, das sah nur so aus. Der eine hat sich hinter dem anderen versteckt. Snake Corner. Wir haben Snake Corner bei den Redemptions hat es nicht geschafft. G1 bei den Ballistics. G1 auch bei den Hannover Redemptions. G2 auch bei den Ballistics. Ja, dann haben wir jetzt 3 gegen 3. Jetzt muss sie aufpassen. Jetzt, oh, ja, der hat gerade noch einen auf die Flasche gekriegt. Also G3. Ja, auf der Seite der Ballistics. Und 3 auf der Redemption. Snake 1 bei den Redemption. Ja. Mal sehen, ob der andere das mitgekriegt hat. Das könnte. Er hat gerade einen auf den Arsch gekriegt und auf den Arm. Das habe ich nicht. Autsch. Autsch. Naja. Aua. Ja, du bist out, Digga. Wegen Outline und so. Das schnellst du aber so schnell nicht, weil du denkst, dass da viel mehr Platz ist. Mir gestern ja halt auch passiert. Ja, so, dann haben wir jetzt aber hier noch zwei und da hinten noch einen Dorito 1. Ja noch weiter. Das Spiel geht noch weiter, nur weil der über die Outline gelaufen hat, ist nicht gleich das ganze Spiel zu Ende. So, jetzt Taul. Gut. Jetzt kann man ja auch schon mal fast wieder auf die Zeit gucken. Ja, das ist schon dann mal wieder. Da sind wir wieder. Punkt für. Naja, für die anderen. Ich denke mal, die Ballistics haben Taul geworden. Guck dir. Also haben wir jetzt einen. Also Sascha, Punkt, ja. Von mir. Punkt Redemption in dem Fall, ja. Dann trage ich das hier mal ein. Ich habe das denn da mal eingeträgt. Kansas, Killzone, Dipsticks. Also trägst du das mal? Rest, ja, damit ich das zwischendurch erwähnen kann. 4 Minuten 56, wir haben ja noch eine ganze Zeit. Das ist ja noch ewig. Wie viel steht's? 2-2 oder? Nee, 1-3. 3-1 für die Dipsticks. Echt? Für die Dipsticks? Ja. Ui! Gleich beim Blackout einer geschossen, ein G bei den Kansas Killzone Menschen. Dann haben wir. Mir fehlt hier gerade ein Dipsticks. Wo ist der? Dorito, glaube ich. Der Dorito? Und dann traden die. Nee. Traden. Aber der kriegt den auf dem Bett. Und von vorne. Und von der Seite. Liebe und ist für alle da. Ja. Tja, was haben wir denn? G2 bei den Kansas Killzone. Wohl. Oder? Ja, ich glaube schon. Ja. Ich glaube, ich habe keinen Mist. Nee. Beide Corners sind geladen und der Maya. Aber wir haben. Wir haben noch keinen G2. Nee, da. 4 Line. Nee. Ich weiß jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob in dem Dorito noch einer drin ist von den Dipsticks. Das hört sich fast so an. Ich weiß es nicht. Ob das jetzt ein 3 gegen 3 ist?
Also das ist gerade jetzt ziemlich zugezogen hier. So statisch gerade das Spiel. Keiner mag wirklich nach vorne gehen. Beiden Corners, bei Kansas Kills sind beide Corner geladen und ein Maya bei den Dipsticks. Aber es die versetzen beide gleich automatisch. Ja. Snake 1 ist geladen und der Maya auf der Dorito-Seite und das Center. Jetzt bin ich gespannt, ob der in der Snake Corner von den Kansas Kills und jetzt ist eine Abrichtung, das heißt, die ist free bei den Kansas Kills. Ja. Jungs. So, jetzt läuft da Snake 1. Dorito 1 und Snake 1 geladen von den Leuten von Kansas Kills. Ja. Auch schön gemacht. Jetzt sieht's aus, als wenn es nur noch 2 gegen 2 ist. Aber jetzt ist auch nur einer noch da. Ja, dann nur noch Dorito 1. Dorito 1 von Kansas Killzone besetzt alleine. Kann ich nicht sehen! Die Welt steht auch nicht so, als leider noch eine! Ach, da sich ist anhand des der F zu orientieren ist natürlich. Das ist gut. So, blöd. So, Dipsticks ist der Dorito-Player ist leer. Er hat einfach nichts mehr. Das ist ja ein Ding. Er war auch einfach leer. Er hatte nichts mehr. War gut. Ja, aber die waren ziemlich schüchtern, was das nach vorne geht. Ja, aber ging auf beiden dann, Seiten. Auf beiden so Seiten, ja. Das da wurde ein die Dipsticks Zeitspartau das geworden. Ja, ganz schön, ja, die machen das gut. Das ist wieder ein Punkt. Da steht das jetzt schon 4-1. Für die Dipsticks. Redemption und Ballistics. Ballistics 1, Redemption 3. Hannover Redemption. Kann man das ja auch nochmal aussprechen. Ballistics Göttin schickt einen Läufer, glaube ich, ins Mini-W in den Snake. So wie es aussieht. Ne, ja, doch. Ne, nur den Maya. G1. G1? Nein, 1-for-1. Ein 1-for-1 Gast. Ja, aber du hast auch G1 gesagt. Ja, aber ich wusste ja nicht, dass er noch weiterläuft. Ach so. So, 5 alive. Oh! Oder? Nur noch ein. Nee, 2 alive. Einer noch. Also G4 bei den Redemption. Das ging aber verdammt das schnell. Ging jetzt. Fix, ja. Jetzt muss da nochmal einer schnell vorlaufen. Ich weiß. Ich weiß jetzt nicht, wie. Ja, das war's. Das war's. Das geht verdammt schnell. Das 1-for-1 war eben für Hannover Redemption. Ja, das ist dann ein Punkt für Ballistics. Ja. Damit steht es 3-2 für Hannover Redemption. Ah, eine Strafe, Chris, ist halt ist immer doof. So, da haben wir jetzt bei den Dipsticks und Kansas Killzone haben wir eine Restspielzeit von 2:21. Oh, das reicht ja noch. Das reicht noch für vieles. Und die Dipsticks führen 4-1. Das heißt, wenn sie jetzt das Spiel für sich entscheiden, ist das Ding gelaufen. Nein, wir müssen dann doch 5. Ja, klar, 4 im Vorsprung. Ja, nach Adam Riese und Eva Zwerg und so, ne? Das ist ja alles nicht so einfach. Ja, dann wollen die Dipsticks nach. Ah, direkt oder? Einer beim Breakout abgeflogen. Die Kansas Kills sind noch 5 alive. Die wollen jetzt aber schnell nach vorne. Da war er aber zu das schnell. Das bringt leider so nichts. Da wollte er mit der Brechstange durch, glaube ich. Und jetzt wartet aber schon einer am W. Und die haben sich nicht getradet. Nein, so, jetzt haben wir nur noch 2 Dipsticks auf dem Feld. Ja, G3, beide Dipsticks. Aber. Und ich glaube nicht, dass er den auf dem Zettel hat. Die haben sich getradet. Haben wir nur noch einen Dipsticks auf dem Feld? Ja, in der Snake Corner. Und 2 von den Kansas Killzone. Aber der ist schon Dorito 1 auf der Dipsticks-Seite. Also der wird gleich durchrennen. Und hier haben wir jetzt die Snake 1 beladen. Von den Kansas Killzone. Da muss jetzt aufpassen. Kämpft jetzt von gegen denen zwei. Aus dem Dorito 1 kommt nicht viel gerade. Kommt nicht viel. Vielleicht kann er nicht. Vielleicht kann er nicht.
weil... Ja, irgendwie kommt da nichts. Nee. Vielleicht ist er kaputt. Vielleicht. Nee? Vielleicht ist er auch einfach leer. Oh. 60 Sekunden. Okay. Das war irgendwie ziemlich konfus plötzlich so. Flogen so viele Dipsticks sind. Dipsticks ich glaube, das hat sich gleich beim Breakout entschieden, weil eines direkt geflogen. Ja, gibt's die Killzone-Leute sind sehr schnell nach vorne. Ja. Ja, einmal die Brechstangen-Aktion. Ja, dann haben wir jetzt 4-2. Und noch Restspielzeit 53 Sekunden Restspielzeit. Das ist zu viel. So, für dieses Game haben wir noch 2,27. Redemption startet jetzt von rechts. Und Ballistics gehen gleich ins W. Zweite Life auf beiden Seiten. One for one für Redemption. Ja, one for one für Hannover Redemption. Das heißt G2. Das nutzen die Ballistics gleich, um nach vorne zu gehen. Sind jetzt Dorito 1. Da ist jetzt aber hat auch er kurz einer. Über, G, hat er kurz überlegt. G1. G2 bei den Ballistics. Nee. G3 bei den Ballistics auch. Oh, auch. G4. Nur noch alleine einer im Dorito. Dorito 50, nee, ganz hier, allein. Das ist ja, natürlich. Der ist manchmal ein bisschen schlecht zu sehen, wenn er in dieser Beule drin steht. Der kriegt jetzt aber das Mini-W vielleicht das ist, Ärger. Das heißt, ist der Redemption nur noch alleine im Mini-W? Ich glaube ja. Das heißt... Gegen zwei. Jetzt ja, ist er das raus. War's. Das war süß. Ein Schuss, ein Treffer. Ja, das war knuffelig. Ne? Knuffelig. So. Dann haben wir da den Ausgleich geschafft. Wer hat das geschafft? Wir oder was? Ja, natürlich haben wir nur mitgespielt. Wir haben so mitgefiebert, dass das jetzt 3-3 steht. Dann würde ich sagen... Das wäre noch eine spannende 1 Minute und 16 Sekunden. Ich würde sagen, die Runde ist entscheidend. Nicht unbedingt. Aber nicht unbedingt, aber schon... Ich glaube, beide Teams spielen eher safe. Ja, denke ich auch. Denke ich auch. Wenn sie bestimmt. So, Dipsticks, ja, Kansas. Dipsticks 4, Kansas Killzone Hemmoor 2. Und nur noch 53 Sekunden Restspielzeit. 53 Sekunden, eigentlich müssten die Kansas-Jungs wieder hart nach vorne, aber darauf werden die Dipsticks vorbereitet sein. Ja. Es ist jetzt einer... G1 bei den Dipsticks. Ja, G1, es ist einer im W von den Kansas-Jungs. Die Corner und ist auch ein G bei den Kansas, ja. Also 4 alive auf beiden Seiten. Jetzt schießt ihn gleich die Corner, wenn er Pech hat. Ja, G2 bei Kansas. Ja. Und die Dipsticks, die sind auch gut aufgestellt. Die sind gut aufgestellt. Die haben die Snake Corner besetzt und sind halt Infield ziemlich stark eingebunkert. Snake 50. Oh, hier ist Snake 50. Aber der hat gerade einen Hit gekriegt. Und da drüben auch noch einer. Das oh, ist alles klar. Das Corner-Spieler heißt nur noch alleine. Dorito Corner da hinten bei Kansas Kills und ganz alleine. Da haben sie noch einen Towel geworfen. Und wie viel haben wir? Möchten noch 5 Sekunden Restspielzeit. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt, aber ja, bevor sie ihn da überlaufen, ich meine, vielleicht waren sie einfach nur das heißt, nett zu ihm. Punkt irgendwie. An Dipsticks. 5-2. Ja, das ist klar, dass. Das ist klar, dass es an den Dipsticks geht. Ja, definitiv. So, wann haben wir jetzt hier? Ballistics Redemption, das ist spannend. 1-16-3-3. Ich glaube, da. Das wird gut, glaube ich. Wird, aber ich glaube, ich habe mich angemalt. Geht bestimmt nie wieder ab. Jetzt halt die Klappe. Ach komm schon. So, dann wollen wir uns das mal angucken. Das wird bestimmt spannend. Nee, ich guck weg. Die machen das Spielfeld breit. Oh, Hannover Redemption. Und Balliste geht eher nach vorne. Ja. Breit und nach vorne. Jetzt einer am Weg. Sehr gut. G1 bei Redemption. Redemption aus dem Weg geschossen worden. Das W hält auf beide Corner geladen. Snake Corner. Snake Corner auch raus. G2 bei Hannover Redemption. Die Ballistics und schlagen G1 sich gut. G1 bei den Ballistics, glaube ich. Schlagen ja sich aber gut.
Foul! Es wurde ein Foul geworfen. Hat er nicht gehört. So, dann haben wir 4-3. Was haben wir denn noch? Wir haben noch 49 Sekunden. Die wollten sie sich noch aufsparen. Ja, alles klar. Der wollte sich Hannover noch die 49 Sekunden aufsparen, damit sie da vielleicht noch einen Punkt machen können. Dann wäre es unentschieden. Na, es ist gar nicht so blöd. Das ist gar nicht so blöd. Punkt mitnehmen oder nicht, ne? Dann nehme ich doch die beiden mit. Aber es ging ziemlich schnell jetzt. Ja. Ziemlich schnell abgeflogen. Der D-Spieler, der hat ordentlich abgeräumt. Die wollen jetzt wirklich noch 5 Sekunden das nochmal ausspielen. Ja, lass sie doch. So, auch sollen sie das machen? Ich bin der Letzte, der dazu sagt, nö. Darfst du nicht. Du nicht, mein Freund. Heute nicht. Ja, ich weiß es noch nicht. Na gut, 5-2. Starten die Shorts? Sind die da jetzt zu viert gerade noch? Die Kansas Kill so? Ja, zu viert und 5 Sekunden und 3 Punkte im Rückstand. Das ist gut. Entschuldigung. Ja, es gehen einfach alle nach vorne. Und das ist aber auch schon wieder vorbei. Das kriegt halt nur einfach der Typ von Kansas Kill so nicht mit. Der wird jetzt verprügelt. Nein, wir sind ein fairer Sport. Okay, wer hat off-field Kamera verprügelt? Ein Punkt. No point. Nein. Ja, damit gewinnen die Dipsticks gegen Kansas Killzone mit 5-2. So, jetzt bin ich nochmal gespannt. Schon wieder gespannt. Das ganze gespannt sein macht mich ziemlich gespannt. Eine leere Pit. Und da sind wir. Hallo. Hallo. Wir sind total gespannt. Wir, um nochmal das Wort gespannt zu sagen. Wir zerreißen uns hier gleich. Ja, also jetzt. Ich werde auch mal so ein Heiser. Ich auch. 4 Punkte für die Ballistics und Redemption 3. Und wir haben eine Restspielzeit von 49 Sekunden. Da kann man was machen. Da kann man was draus machen. Nicht, oder? Das können sie reißen. Der 8. Block ist das jetzt, ne? Wir sind jetzt im 8. Block, ja. Korrekt. Gut erkannt. Nicht schlecht. Deine Mitarbeit. Jetzt werde ich schon langsam wieder traurig, weil das schon wieder bald vorbei ist. Schon bald vorbei, ne? Das hat schon Spaß gemacht. Unser erster Auftritt hier heute, das war auch nachher nicht so schwer da reinzukommen, muss ich sagen. Nur der Start war ein bisschen aufregend, möchte ich dazu sagen. Das war schon aufregend. Doch. Schon ein bisschen traurig, dass wir nur noch 2 Blöcke haben. Wir machen einfach, wir hauen noch welche hinten ran. Wir hauen noch welche hinten ran. Wer Lust hat, kann gerne herkommen. Genau. Wir kommentieren den Schaden. Spielt, wir kommentieren. Aber da brauche ich irgendwas bei für meine Stimme. Das ist aber nicht schlimm. Ich habe gehört, ein Radler soll dagegen helfen. Ja, ich glaube, ja, irgendwie sowas. So, hallo. Achso. Du musst dann auch schon da drauf drücken. Huh. 20 Sekunden und dann geht's weiter. Unterstützt Paintball TV. Geht mal auf die Seite gucken. Total unverbindlich und so. Macht das mal. Sie sind voll cool. Die sind voll cool. Thomas und Thomas. Weißt du, die armen Jungs sind im Hintergrund und keiner beachtet die. Thomas und Thomas. Darf man auch mal Der andere Thomas steht hier vorne auf dem Feld, der ist gar nicht mehr im Hintergrund. Ja, das stimmt. So, sehr gespannt. Ballistics, Five Alive, Hannover Redemption. Und da ist einer abgeflogen im Break. G1 bei den Redemption. Snake Corner geladen bei den Redemption. Die Ballistics bunkern sich ein, die haben nichts zu verlieren. Die bunkern sich ein, genau. Die müssen nicht mehr. Die können einfach die Zeit runterspielen. 27 Sekunden. G1 jetzt auch bei den Ballistics. G2 bei Redemption, oder? Nee, gar doch, nicht wahr. Jetzt. Jetzt. Ah, jetzt. Es tut mir leid, ich hab's nicht. Es steht einer Snake Corner in Maya und Temple Dorito. 4 gegen 3. Dorito 1 geladen. 6 Sekunden noch. Nee, Dorito 1 raus. G2. 3, 2, 1. Nee, das war's. Ballistics gewinnen. Da freut sich jemand von den Ballistics. Es geht doch! Ja, das hätte ich jetzt genauso gesehen. Also es sah nicht so aus, als wenn es nicht geht. Das oder? Heißt, Ballistics kriegen. Nee, das waren 0 Punkte. Genau, die Ballistics gewinnen 4-3. Knappes Ding. Knappes Ding, aber gewonnen.
Cool. Das kann ich so unterschreiben. Ja, ne, oder? Ja. Ja, 4-3. Das heißt, wir sind jetzt auch mit dem achten Block durch. Wir sind mit dem achten Block durch und wir gehen kurz mal in die Pause.